Da habt ihr ein Friedensgespräch. Wie kann man ein Friedensgespräch machen, wenn der eine Partner nicht da dabei ist? Geht doch nicht. Müssen sich ja zwei in die Hände reichen, das geht ja nicht. Ihr könnt in der Welt raus, die Politiker können machen, was sie wollen. Sie können auf den Kopf stehen, können unerhörte Friedensgespräche machen. Der Vatikan kann alles machen mit den Kardinälen und allem. Es ist alles nichts. Warum? Weil es ohne Gott geschieht. Das, was jetzt die Friedenskonferenz da gewesen ist, das nützt gar nichts. Das ist Sand, das ist Rauch. Denn nur mit Gott, oder wie der Landesvater von der Schweiz, der Heilige Bruder Klaus, sagt, Friede ist allweg in Gott. Ohne Gott gibt es keinen Frieden, denn er allein ist der Friede. Alle, auch vom Vatikan, es wird so viel geschehen, großartig, riesengroß. Es nützt nichts. Die Gefahr ist immer, dass es viel Hochstudierte sind. Der Hochstudierte sagt, ich weiß. Ich weiß, mag stimmen auf seine Art, was er gelehrt hat, ja? Aber er hat es auch wieder von Professoren gelehrt, die das mit Menschenverstand. Ich sehe immer wieder, dass man die Bibel auslegen will mit Menschenverstand. Das geht nicht. Du, willst du dich mit Gott messen, mit seinem Verstand? Du bist Mensch. Du kannst, wenn du überhaupt noch etwas begreifen kannst, das ist dein Herz. Denn im Herz sollte ja der Heilige Geist Wohnsitz nehmen bei euch. Ich bin mir bewusst, dass ich einen absoluten Gegenwind bekomme. Das ist logisch. Wie sollten denn die Führer der Kirche mich akzeptieren können? Haben sie doch nicht einmal Gott den Herrn erkannt in Jesus Christus? Und jetzt kommt das Armseligste, was Gott gefunden hat. Der Schwächste, wo er nicht Nein sagen konnte zu. Das bin ich. Schon die Juden meinten, da muss etwas kommen, jetzt etwas, ein gewaltiger König, da muss etwas kommen, wo die Römer da hinausjagen, dann sind sie die Kirche. Falsch. Wie kam denn diese Gewaltige? In einem Schafstall, in einer Futterkrippe. Jesus, Weihnachten. Nur er war Gott. Ich bin nur der Armseligste, sehr wahrscheinlich, was er gefunden hat. Ich sage einfach ja. Alles, wenn Gott was Großes will, fängt er mit etwas ganz Unscheinbarem an. Das ist der Fehler der Kirche. Also ich meine, man muss mehrere Titel und Doktorentitel und alles haben. Nichts gegen Doktorentitel. Ein gutes Wissen respektiere ich. So wird es auch heute sein. Etwas Unscheinbares nimmt Gott. Vielleicht sogar etwas Lachhaftes. Warum nimmt Gott immer so unmögliche, unscheinbare? Weil diese, ich hätte jetzt sicher nicht von mir, aber wie Gottes Art ist. Unscheinbar, weil darin dem Unscheinbaren das Allergrößte ist, was Gott wünscht. Demut, Liebe.
Sanftmut, Güte. Und so könnte ich noch mehr erzählen. Wenn du dich, ich sage es, wiederhole mich, wenn du dich vor Gott nicht einmal ganz klein als so dass dir die Tränen kommen, wenn du siehst, wie elend du vor Gott stehst, dann hast du Gott noch nicht erkannt und nicht geliebt. Und das würde ich gerne hier von hier aus dann in den kommenden Predigten lehren, so Gott mir hilft. Ich habe gesagt, wir werden Gegenwind bekommen und ich habe schon allerhand für böse Briefe oder Dinge bekommen. Und es ist interessant, fast wortwörtlich kommen gegen mich Schreiben, die sich fast wortwörtlich mit denen einstimmen, was sie dem Heiland und den Apostel gesagt haben. Darf ich mal einen vorlesen über den Apostel Paulus? Anklage gegen den Apostel Paulus aus der Apostelgeschichte, für die da köpflich denken, Apostelgeschichte 24, 5. Der Grund, sagt der Paulus, unseres Erscheinen ist folgendes. Nein, die Ankläger sagen das. Der Grund unseres Erscheinen ist folgendes. Wir haben festgestellt, dass dieser Mann, Apostel Paulus, hier gefährlich ist wie die Pest. Er ist der führende Kopf der Nazarener-Sekte. Und überall in der Welt stürzt er die Juden in Verwirrung, sprich Kirche, sodass es zu Unruhen und Auseinandersetzungen kommt. Tönt so, genau so, wie ich es jetzt auch höre bei mir. Friede ist allwegen Gott, sagte der Heilige Bruder Klaus. Und Friede, sage ich euch, gibt es nur durch und mit Gott. Wenn jemand, Bundesrat, Bundespräsident oder wie es auch in Ländern heißt, nicht für Gott stimmt, Gott auf der Seite lässt, da kommt da nichts, wird Gott nicht beweisen. Die Hochstudierten, ich sagte schon, ich habe nichts gegen Studien. Ich schätze das sogar. Aber was sagte Jesus einst? Wer gefällt Gott Vater am besten? Jesus sagte darüber, zur Zeit, wie Jesus ansprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Das sollten wir mal die Führenden der Kirche lesen.